Zwei Stunden vor der Aufführung. Katharina Buck in der Maske im Großen Haus in Stuttgart. Ihre Rolle? Page und Feenbegleiter. 34 Kinder und Jugendliche aus der Cranko-Schule sind bei Dornröschen dabei. Noch ist sie erstaunlich entspannt. Man wird erst so eher nervös, also gleich davor, ja, wenn man alle anderen sieht auf der Bühne. Hi, Sweetie. Hi, Mama. How are you? Am Vormittag daheim in Nürtingen. Kathi und ihr Bruder wachsen zweisprachig auf. Mutter Amanda Czerminski ist Profimusikerin und kommt aus Australien. Hast du Housey? Nein. Der Zeitplan der Familie ist eng getaktet. Kathi, wir müssen echt deine Pläne für heute und für morgen durchschauen. Okay. Also, 15.30 Uhr bis 16 Uhr ist Spirits. Okay. Du sollst um 16 Uhr im Theater sein, aber Spirits geht bis um 16 Uhr. Okay, ich habe deine, wie immer, dein Plan ist auf der Vesperbox. Okay. Dass du das nochmal schauen kannst. Yeah. Okay. Du sollst jetzt deine Balletttasche checken. Ja. Das ist auch für die Balletttasche. Und ein Wasser. Okay. Also wir haben alle ziemlich kompliziertes Programm. Also das ist dann Hans-Peter, das seine Proben und Konzerte für die nächsten 10 Tage, das sind meine. Und das ist Katharinas. Und ihr ist natürlich sehr kompliziert, weil sie von der Cranko-Schule manchmal dann im Theater laufen muss. Und ich muss überlegen, wann sie irgendwas isst und was und wann ich komme und wie ich komme und ob sie mit dem Zug fährt oder ob ich mit dem Auto reinfahre nachher. Es ist jeden Tag ein bisschen anders. Vater Hans-Peter Buck ist ebenfalls Profimusiker und auch der Bruder spielt ein Instrument. Von wem hat Kathi ihre Ballettbegeisterung? Meine Oma, die wohnt in Australien und sie hat halt auch mal getanzt. Und dann sind wir halt mal nach Australien geflogen und als ich dann dort war, hat sie mir halt so ein bisschen gezeigt und so. Und dann fand ich das ganz toll und dann wollte ich halt anfangen. 6 Tage die Woche fährt Kathi allein von Nürtingen nach Stuttgart in die John-Cranko-Schule. Seit 3 Jahren trainiert sie dort eisern für ihren Traum, Tänzerin zu werden. Lehrerin Elena Schneider ist streng. Volle Konzentration und Disziplin sind alles. Jedes Jahr wird ausgesiebt, nur die Allerbesten kommen weiter. Nach dem Training geht's eilig weiter. Um 17 Uhr müssen die Kinder drüben im Staatstheater sein und gleich in die Maske. Dornröschen ist eines der ganz großen Handlungsballette. Rund 100 Rollen sind zu besetzen. 1 Stunde bis zum Auftritt. Auch die großen Stars müssen ihren Part noch mal durchgehen. Jason Riley tanzt die böse Fee. Dann sind die Elevinnen dran, direkt neben ihren Idolen. Nein, nee, die lange Reihe, Lea, die lange Reihe. Oh. Ballettmeisterin Angelika Bulfinski ist zuständig für die Kinder. Seit Februar hat sie mit ihnen geprobt. Eiserne Regel. Es ist Pünktlichkeit an erster Stelle. Es wird auch von den Kleinen schon Professionalität erwartet. Das wissen sie, das ist nicht mehr Kindergarten, sondern auf der Bühne sein heißt wirklich seine Sachen können. Und das haben sie geprobt. Also ohne die Proben könnten die das nicht bringen, was man auch von ihnen jetzt erwartet auf der Bühne. Ein großer Moment. Die Grande Dame des Stuttgarter Balletts, Marcia Heide, hat einst Dornröschen choreografiert. Der Nachwuchs ist ihr besonders wichtig. Heute bin ich 78 und ich habe mit 3 Jahren angefangen. In all der Produktion, die ich habe, habe ich immer Kinder dabei. Weil ich finde, das ist so wichtig. Es sind Momente, die in Jahren, ihr werdet das nie vergessen. Kurz nach 19 Uhr, die Aufführung hat endlich begonnen. Und dann kommt Katharinas großer Moment. Strahlend und souverän schreitet sie über die Bühne. Ganz wie ein Profi und vielleicht ihr erster Schritt auf dem Weg zur Tanzkarriere.